Frieden. Was kann ich für meinen persönlichen Frieden tun? Mit dem Bewusstsein, dass unser Gehirn in unterschiedlichen Situationen im Leben unbewusst bei den jeweiligen Gefühlen wie Hunger, Schlafbedürfnis oder andere Reize körperlich reagiert. Inzwischen erkennen viele, dass Meditation einen direkten Draht zu unserem Gehirn herstellt. Es überträgt sich auf unsere physische Verfassung, ob hormonell, auf den Blutdruck oder den Herzschlag. Somit können wir Meditation für uns selbst einsetzen, um verschiedene Gehirnregionen bewusst anzusprechen. Deine Absicht und deine Gedanken steuerst du alleine und damit natürlich auch dein Verhalten. Der einfachste Weg zu deiner persönlichen Mitte geht über die Meditation. Was kann man tun, um bei Überraschungen und Ablenkungen, die der Alltag so bietet, bei sich zu bleiben? Du baust dir durch Momente der Ruhe die innere Stabilität, Sicherheit auf, die für dein Leben essentiell ist. Durch deine innere Stabilität bist du wahrhaftig und authentisch. Dieser sichere Platz in deinem Inneren, deinem Zentrum, der auch bei äußeren Turbulenzen und Herausforderungen ruhig bleibt. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Wurzeln der Sicherheit, deinen Frieden, deinen inneren Fels in der Brandung. Wer bist du im Inneren? Worum geht es? Dein Sein ist die Quelle deiner Handlung. Du lebst deine spirituelle Freiheit und Erfüllung. Dieses Wissen wird in Indien Moksha genannt. In der westlichen Medizin betrachten wir den Menschen in Rastern, sowohl in seiner Anatomie, im Muskelsystem als auch im Gehirn. Jede Region korrespondiert in seiner Funktion mit einer anderen. In der chinesischen Medizin spiegelt sich das Nervensystem durch die Meridiane. Hier geht es um den Energiefluss, unser Qi. In Indien allerdings betrachtet man den Menschen anhand der Spiral an der Wirbelsäule positionierten rotierenden Chakren. Sieben spirituelle Energiezentren, die in ihren spezifischen Funktionen mit dem Nervensystem korrespondieren. Das Rotieren der Chakren wirkt wie ein Dynamo der spirituellen Lebensenergie. Die Intelligenz dieser Energie versorgt dich mit allem, was du benötigst. Wünsche werden realistisch. Und Hürden schmelzen dahin. Am Steißbein der Wirbelsäule befindet sich das erste Chakra, das Wurzelchakra, im kräftigen Rot. Du weißt,
dass du durch deine Lebensenergie sicher und geschützt stehst, verwurzelt, stabil in der Erde. Du teilst dein Wesen mit allem um dich herum. Das ist ein natürlicher Prozess der Energie. Welche Energie möchtest du ausstrahlen? Positive Energie, negative Energie oder eine Mischung? Du hast die Wahl. Deine Energie kann sowohl fließen als auch stagnieren. Du entscheidest, wie du damit umgehst. Mit diesem Wissen breitet sich ein großartiges Gefühl von Freiheit in dir aus. Du richtest deine Absicht ganz bewusst in deine gewünschte Richtung. Frieden und Sicherheit ist in dir, in jedem Moment der Stille, der Meditation.